So, hallo, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück im Ödland und herzlich willkommen zurück im wilden Appalachia. Wir sind auf der Suche nach dem Standort von Wolfsfalle. Und das ist ja nicht so weit weg. Der Tag ist wunderschön. Da kann man dann auch mal hinlaufen und vielleicht kann man ja mal das ein oder andere noch entdecken. Wie zum Beispiel. Ne, Garrahans Anwesen, da waren wir schon. Und heute besuchen wir mal seinen Nachbarn. Oder was immer das hier mal war. Ein bisschen neugierig, was haben wir denn da? Jobs today. Entdeckt ein unfertiges Anwesen, okay. Schauen, ob wir hier irgendwo reingehen können, aber anscheinend ja nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kommen wir hier rauf? Das ist nichts, ne? Nö. Ja, schade, schade. Wir können ja noch so ein paar Häuschen noch mal besuchen. Hier kommen wir auch nicht rauf, ne? Nein. Auch kein Geheimeingang, keine Höhle, keine irgendwas. Ja, da müsste jetzt eigentlich hier der Eingang sein. Und ein Aufzug, aber da ist nichts. Okay. Schade, schade, schade. So, da hinten der Mount Blair. In all seiner Schönheit. Oh, ich muss noch mal kurz auf die Karte gucken. Ich glaube, wir wollten ja doch hier runter. Richtung brennendem Bergwerk. Ich hoffe übrigens, dass das mit den Übergängen mittlerweile ein bisschen schöner aussieht. Ich habe mich da mit dem Schneiderprogramm, da nutze ich ja bei der PlayStation die Share Factory, wie wahrscheinlich viele andere Benutzer auch, die solche Videos machen. Und da wollte ich mich einfach mal ein bisschen ausprobieren und mit dem Blenden mal gucken, wie das aussieht oder das eine oder das andere. Bin aber jetzt doch relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass es doch etwas zu verspielt, das war too much. Und deshalb versuche ich das jetzt wieder ein bisschen dezenter hinzukriegen. Ich hoffe, das ist jetzt so in Ordnung. Na, bei einem größeren Cut, so wie letztes Mal in der Folge, wo es dann einfach bei einer Tür geklingelt hat und der Charakter dann quasi da stehen geblieben ist, bis es dann dunkel war, da musste ich dann Blende setzen, sonst sah es echt scheiße aus. Und ansonsten versuche ich das irgendwie ein bisschen freundlicher zu schneiden. Wie gesagt, ich hoffe, das ist in Ordnung. Schreib es mir gerne in die Kommentare, wenn du das anders siehst. So, da ist wieder ein. Ein Freund, ein Supermutant. Von hier. Hält sich zum Grenzen, ne? Und der hat eine Raketenwerfer. Okay. War eine richtig gute Idee. Was das mit der Rakete? Alles klar. Dich gesehen. Der kann ja nur hinter uns sein. Oh. Da bist du. Haben auch nicht immer nur Kronkorken dabei. Eigentlich ein bisschen schade. Es gibt so Fleisch. Abgehangenes. Irgendwas. Nö. Nö. Nö.
Wir sammeln wieder Fusionskerne. Das finde ich richtig gut. Wir sammeln Stimpacks und Fusionskerne. Das gefällt mir sehr gut. Schauen wir uns mal wieder 5 Stück. Das wurde echt langsam ein bisschen knapp. Wir haben zu Hause im Camp nur noch 3. Ja, mach doch. Jetzt sollte ich nicht beeilen, weil... Okay, Schluss. Hier, die Granate her. Zach. Okay. Na? Wackelt, aber fällt nicht. Okay. Suche ich so einen brennenden Bergwerk. Dann müssen wir eigentlich da wieder runter. Das war doch der Hügel, wo es Uran gab, oder? War das nicht hier? Jawohl. Zwei sogar. Du weißt ja nie, wann du den nächsten Zündkern bauen willst. Etwas, was ich nach wie vor ein bisschen befremdlich finde in der Power-Rüstung, dass die Angaben da unten im Kompass nicht ganz so schön sind, als wenn du sie aus hast. Aber wir sind noch auf dem richtigen Weg. Ein bisschen Holz oder auch nicht. Oh nein, oh nein. Oh nein. Zwei sogar. Alles klar. Und die Freunde, die verbrennen. Oh ja. Hör doch. Vorschlag haben wir mit dem nämlich da gehauen, dass das war definitiv was anderes. Okay, also wir kriegen es ab, aber wir erleiden keinen Schaden, das ist ja schon mal ganz gut. Kühlen wir dann nehmen wir gerne mit, schießen wir mal nicht raus. Wir hatten wahrscheinlich geguckt, was du dabei hast, speziell gebrauchen wir nicht. Wie weit sind wir denn von hier aus weg? Ah, sind noch wieder. So, Wolfsfalle, die ist aber wahrscheinlich ab draußen. Die größte aller Probleme ist nicht die Strahlung, ich habe trotzdem noch was. Die größte aller Probleme ist, wir verdursten wieder. Zum Glück haben wir ja ein bisschen was dabei. So, Aktionspunkte sind voll.
Schatten haben wir gesehen. So, wir wollen genau darauf. Pass mal auf. Kurz ein bisschen Gas geben. Und das nächste Gebäude retten. Wenn das denn geht. Geht. Nein, du musst töten. Nein, musst du nicht. Entschuldigung, ich war da nicht. Da waren sie wieder, unsere zwei Probleme. Eine T51 Power Rüstung. Oh, schick. Aber wir haben die NX, wir haben die Bagger. Also eigentlich brauchen wir die 51 nicht. Den Helm finde ich schick. Pass mal, den Helm nehmen wir mit. Dann tun wir mal so, als wenn wir hier ganz alleine bleiben und ohne Stress und gucken. Aluminiumdosen und ein bisschen Scanner. Nee, das wollen wir nicht. Stahl, Plastik, Glas. Okay, keine Feder. Schaltkreise. Schreibmaschine müsste wieder Feder haben, oder? Jawohl. Und Schraube und Feder. Viel wie ich wollte. Ist hier oben noch irgendwas? Eine Minigun. Haben wir 5 mm? Ich glaube nicht. Doch, wir haben, guck mal, wir haben 430 Schuss. Ja. So. So, jetzt pass mal auf. Schade, schade. So, also geradeaus. So, was hast du? Was du? So, Bishi Fern Robotic Terminal. Wir tun
einfach mal so, als wenn die Brandmesse nicht da wäre. Zugriffshinweise. Der Zugriff auf die Aggressortron-Rückruftechnologie von Bishiko Company ist nur durch Einsatz einer von Bishiko Company-Aggressortron-Rückruf-Schlüsselhaltung möglich. Diese Technologie sollte ausschließlich in der Zensanz im Extremfall eingesetzt werden. Diese Schlüsselkarten sind jedoch für einmalige Verwendung vorgesehen. Bitte wenden Sie sich für eine neue Schlüsselkarte an die Zugriff. Ich beginne gleich mit dem Rückruf und der Ergreifung der flüchtigen Einheit. Wie bereits angemerkt, ist der Vorgang äußerst riskant. Ich protokolliere die Prozedur, falls mein Versuch scheitert. Diese Informationen sind wichtig, daher fasse ich mich im Folgenden nicht kurz. Wirbzeit. Die Einheit ist mit einem Schild ausgestattet, welcher sich vor Waffenschaden schützt. Um diesen Schild aus der Kraft zu setzen, ist auch die Pylonen nötig, die ich besorgt habe. Bei Aktivierung eines Pylons wird der Nutzer zu einer Leitung, durch welchen Hochspannungsstrom durch den Nutzer auf das Ziel geleitet wird. Nur bei Einsatz aller drei Pylonen wird ausgestattet, den Schild zu deaktivieren ein Traum. Dies setzt den Körper unter enorme Belastung und ist extrem schmerzhaft. Es gibt aber keine andere Möglichkeit. Wenn ich es nicht überlebe, bleibt mir nur, meinem Nachfolger viel Erfolg zu wünschen. Wolf, Ende. Und was sagt uns das nicht geschafft? Okay. So, fassen wir mal zusammen. Wir haben zwei Brandbestien von Foshi. Ein paar verbrannte, Wendigo und überhaupt. Und die Lust und Laune jetzt auch noch Aggressortron dazu zu machen, die ist jetzt bei mir eher so klein. Die Brandbestie hat auch wirklich Bock auf was. Das macht ja so jetzt irgendwie keinen Sinn. Das Dach ist auch nicht so gut wie das letzte. Ich überlege mal kurz was. Ja Mensch, da bin ich ja vielleicht aus Versehen irgendwie auf Ausloggen gekommen und so ärgerlich, musste mich wieder einloggen und jetzt ist es irgendwie dunkel und hoch, die Brandbestien sind weg. Aber dafür ist ein Leuchtender da, guck mal. Der hat uns auch sofort schon entdeckt. Hier. So, und jetzt haben wir natürlich leider auch schon ein paar Kugeln Munition aus der Minigun geholt. Ich glaube 81 waren es gerade noch. Das ist nicht so viel. Atomare Abfall, okay, nehmen wir dafür gerne. So, einmal kurz orientiert. Wo sind wir denn hingekommen? Da. So, da ist ein Pylon aktiv, da ist der zweite. Da ist ein Safe mit einer Splittergranate. Alles was die Waffe nehmen wir mal mit. Da. Können wir da irgendwas einstellen? Nee. Dich haben wir gesehen, mein Freund. War nicht gerade die Rede von dreien? Ich muss nochmal gucken. Ich war doch ein bisschen abgelenkt von dem Brandbestien. Das. Gegenstände verwerten. Stahl, das mit Gold. Aber wir haben ein bisschen Blei dabei, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Herstellen können wir hier gerade nicht. Oh, warte mal. Ein Bastelwerkzeug. Das heißt, wir können Munition herstellen. Das heißt, wir können vielleicht, wenn wir haben,
Sekunde. Munition herstellen. Und zwar brauchen wir dafür. Für 100 Schuss brauchen wir. Ja, das läuft. 300. 400. 500. So, das heißt, wir haben 581 Schuss. Das reicht. Gucken wir mal. So, schauen wir noch einmal. Einmal ganz in Ruhe. Ganz langsam. Die Einheit ist mit einem Schild ausgestattet, welcher sie vor Waffenschaden schützt. Das ist ja schon mal blöd. Um diesen Schild außer Kraft zu setzen, sind die Piloten nötig, die ich besorgt habe, die draußen stehen. Bei Aktivierung eines Pilots wird der Nutzer zu einer Leitung, durch welche mit Hochspannung Strom durch den Nutzer auf das Ziel geleitet wird. Also Powerrüstung anhaben ist eine gute Idee. Nur bei Einsatz einer 3 Piloten wird ausreichend Spannung generiert, um den Schild zu deaktivieren. Wir haben also nur 2 gesehen. Enorme Belastung, extrem schmerzhaft, wenn ich nicht überlebe, bla. Haben wir gerade falsch gezählt? Da ist ein Pilot. Da ist der zweite. Da ist der dritte. Hier können wir erstmal. Doch, Moment. Da ist nichts. Das ist die Frage, wenn der böse Aggressor dran kommt. Der Schaftron oder so, dann müssen wir quasi als Blitzableiter fungieren. Okay. Wie spät haben wir es denn? Wir haben jetzt 2 Uhr nachts. Das heißt, wir haben ein kleines bisschen Zeit. Essen und Trinken machen wir auch gleich noch. Wir können jetzt auch nochmal den Stufenaufstieg mit dem wir so dabei haben. Punkt ändern. Da waren wir ja auch stehen geblieben. So, wir haben ja gesagt 15, 10 haben wir gesagt, 3 reichen. Ich habe schon wieder vergessen. So, 15. Wir haben 6 ungenutzte Stärke, 4 ungenutzte Perception, so Wahrnehmung war das, ne? Oder? 1 ungenutzt, 2 ungenutzt, 2. 4 ungenutzt hier, warte mal. Das war ja mit Schlossknacken und so. Schlösserknacken wollen wir ja. Wir haben jetzt da 4 ungenutzt verwenden. 1. 2. Dann haben wir noch 2 ungenutzt. So, 10% mehr Reichweite und mehr Präzision für die Gewehre brauchen wir, glaube ich, nicht. Schatzsuche ist uns egal. Mehr Fleisch, ja, ist vielleicht nice to have, aber. Wir haben aber gerade nichts Besseres. Das heißt, die können wir nutzen. Das heißt, da haben wir die 10. Das macht ja tatsächlich Sinn. Gehen wir hier nochmal durch. 6 ungenutzt bei Stärke. Gegnerische Nahkampfangriffe werden wir gleich definitiv haben.
Den nutzen wir weiter. Rüstung wiegt 50% weniger, ist auch nicht schlecht. Lass uns den wieder ausrüsten. Und starke Rücken, 10% Tragekapazität ist bei uns nie verkehrt. Das heißt, wir haben hier noch zwei unbenutzt, das belassen wir auch so. So, das sind erstmal 50%. Wir haben noch einen unbenutzten Moment. Strahlung durch Essen und Trinken. Redway ist nicht unser Problem. Hundefutter ist nicht unser Problem. Strahlung kann ich verlorene Gesundheit. Das ist gar nicht mal so schlecht. Können wir nehmen. Strahlung ist ja immer und überall. Lass uns das mal so behalten. Charisma ungenutzt 1. Haben wir da irgendwas? Blutpakete. Alkoholeinfluss, das haben wir nicht so wirklich benutzt. Das war das mit dem Team. Meisterhändler. Rettungssanitäter 2. Und die Wiederbelebter und Teamsanitäter. Team. Ist egal, komm. Erstmal so kurz. Intelligenz 11, da haben wir jetzt einiges benutzt. Einen haben wir noch frei. Ah, das ist hier mit Rüstmeister. Also tatsächlich könnten wir auf Intelligenz noch ein bisschen mehr gehen. Werkstattobjekte. Ja, bei der Intelligenz, na, ich will da keinen wegnehmen, weil ja auch der Rüstmeister dabei ist. Was war denn bei Glück noch dabei? Ist bei Glück noch irgendwas, was wir gebrauchen können? Oder können wir bei Glück wieder vielleicht 2 wegnehmen? Stimpaks können essbares Gewebe erzeugen. Je höher der Red Fett, desto höher die Chance. Ja, Glückdosen. Konserven. Wegnehmen und bei Agility dazu fügen. Lass uns das mal so machen. Und da nehmen wir eine weg. Da packen wir eine drauf. Gut, haben wir hier eine, die wir noch nehmen können. Und die Aktionspunkte 15% schneller können wir ja mal versuchen, solange wir da nichts Neues haben. Und dann versuchen wir mal, dass wir Adrenalin, dass wir da noch ein paar Karten kriegen und das mehr Schaden macht. So. Haben wir ein bisschen Zeit totgeschlagen. 2 Stunden, das wird dann gleich wieder hell. Ich würde ganz gerne diesen Aggressotron schon eher im Hellen bekämpfen wollen, nicht im Dunklen. Wie geht's denn unseren Gegenständen? Wir haben eine Waffe. Wir haben die Minigun, die ist schon ziemlich kaputt. Also die feuern wir jetzt einfach ab, bis wir da nichts mehr haben. Der ist auch schon ziemlich hinüber. Die kann man nicht benutzen. Raketenwerfer, wir haben nur 2 Raketen, das bringt uns jetzt nicht allzu viel. Und wir haben 2 Splittergranaten. Versuchen wir es mal. Wir werden ja wahrscheinlich den einen oder anderen Versuch brauchen und bis dahin ist es dann hell. So, Aggressoren Rückruf einleiten. Senderückrufsignal sind dann gesendet. Rückruf eingeleitet. Okay, aufgepasst, Agenten. Wenn ihr das hört, habe ich unerledigte Arbeit für euch hinterlassen. Und das gefällt mir nicht.
Du hast den Rückruf eines abtrünnigen Aggressotrons eingeleitet. Eine harte Nuss. Sein Schild ist so stark, dass ihm kaum was einen Kratzer zufügen wird. Aber dafür habe ich eine Lösung. Es gibt in diesem Bereich drei Pylonen. Aktivierst du einen, wirst du zu einer Leitung. Kurz gesagt, du bist dann voller Energie. Energie, die direkt in den Schild des Roboters gepumpt wird. Du brauchst alle drei, um ihn zu erledigen. Was war das? Viel Glück. Hoffentlich läuft es was war das? Bei mir. Was war das denn? Alter, was war das denn? So, wir haben einen Sieb Squad. Oh, wow, 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 wow. Okay. Na, das wird ja ein Spaß. Das wird ja ein Spaß. Alter Finne. So, wir können hier was aktivieren. Leitung werden. So, jetzt mal drauf. Jetzt geht's an. So, da ist er. Schau mal, da ist er. Da ist unser... Ach du heilige Scheiße. Bitte. Okay, das wird jetzt Moment dauern. Leitung werden. So. Ich sehe den nicht mal. Okay. Alter! Ey, keine Chance. Hast du gesehen, wie viele Augenposter jetzt gekommen sind? Das ist alleine unmöglich, das geht nicht. Das geht nicht. Also hier den Schleichmodus zu deaktivieren, wenn wir jetzt einen Gegner haben, okay, dann renne ich mal kurz von 1 über 2 über 3, aber dann sehen wir ihn vielleicht wenigstens mal und das ist ja noch kein Garant dafür, dass wir ihm irgendwie Schaden zufügen. Aber bitte. Wie viele Gegner haben wir denn da jetzt bitte? Alter. Ich fürchte, das ist jetzt ohne Witz, ich fürchte, das ist alleine nicht machbar. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen wollen. Wo kommen jetzt die ganzen Bots her? Und der schießt einmal auf uns. Also ich habe den nicht mehr gesehen und bin schon tot. Und ich habe schon eine Power-Rüstung an. Also es ist jetzt nicht so, dass wir keine Rüstung haben. So, und weil es so schön war, ist jetzt auch das Spiel noch abgestürzt. Okay.
Ja. Alle erwischt auf dem Bendigo. So, Stimpaks sind nicht mehr so unser Hauptproblem gerade, zum Glück. Hinkriegen. Okay, pass mal auf. Noch ein Versuch. Ja, vielleicht, wenn wir schnell sind. Eine Fallakte. Gerade lag da nur ein Ordner. Okay, die Fallakte steht da nichts drin. So. Haben wir das jetzt gemacht? Nee, haben wir nicht. Benötigt der Kessel drin, aber grob Schlüsselkarte. Jetzt haben wir keine Schlüsselkarte mehr. Ernsthaft? Die Schlüsselkarte ist weg. Das war's. Ende. Die Quest ist weg. Ah. Jo. Aus die Maus, das war's. Das war Wild Appalachia und der Kampf um die Pylone und Quest weg, Tütchen weg, Träumchen. Na, gehen wir es nochmal durch. Wir haben Picknickpanik, wir haben Wandern mit Schrecken. Das ist eine Quest, die ich immer töte ein wenig, und wenn du ein Clownskostüm trägst, das hätten wir vielleicht gerade machen können oder kurz anziehen können. Da ist nichts, da ist nichts. Und die Hauptquest, ich bin der Tod, ist die Atomrakete auf. Eventuell den Reststandort Prime. Ja. Super. Dann ist unser nächster Punkt, zu dem wir wollen, Mononga. Und untersucht den Ort des Picknicks nach Hinweisen. Das tun wir aber erst, nachdem da die Rakete sich wieder ein bisschen beruhigt. Ich glaube, die ist schon eingeschlagen, aber da ich jetzt hinreißen wäre taktisch unklug. Gut. Ja, das hat ja nicht so funktioniert. Okay, dann reise ich mal kurz nach Hause, versuche mal ein bisschen was zu reparieren. Im Inventar gucken, was wir überhaupt noch haben, und jo, super, klasse, toll, danke Spiel. Vielleicht kommt die Quest ja auch noch mal wieder, dann machen wir hier weiter. Ja, bis gleich, ne?